Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Fire Emblem Engaged. Erstmal ein bisschen den Sound leiser machen. So. In der letzten Folge haben wir Kapitel 7 begonnen, dunkles Emblem, haben, ich würde mal sagen, die Hälfte der Map geklärt und heute ist die andere Hälfte dran. Ich denke mal, das ist eine sehr gute Kombi, dass man ein Kapitel und zwei Parts macht. Dann sind die Folgen nicht allzu lange so. Wo muss ich denn... Oh, warte. Falscher Controller. Ja, fängt ja schon mal gut an. So. Okay. Ich würde mal sagen, die locken wir jetzt einfach mal nach und nach. Und schieben unsere anderen... Charaktere nach und nach vorne. Any customers? Ja, any customers? Ich brauche jetzt nichts, es sei denn, du hast auf einmal irgendwo Meistersiegel her, die ich verwenden könnte. Aber ich bezweifle das. Ja, bitte nur warten. Okay, du kommst hier hin und du machst mir null Schaden, das ist gut. Uiuiui. Du triffst auch noch. Okay, dann würde ich mal die hier alle mal... Aber das wollte ich nicht entmarkieren. Dann markiere ich mir euch alle mal. I'm at 100%. Ich würde tatsächlich mal... dich so machen. Schmettern. Damit haben wir auch einen Erfolg gekriegt. So. Habe ich noch eine andere Waffe? Nö. Du machst es auch nicht komplett. An invitation? Ah, da würde ich jeden. Yes. Dann bewege ich euch schon mal so. Du von der Seite aus angreifen? Nein, kannst du nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass was Positives passiert. Schade, dass du nicht gequittet hast. Warte mal, zwei Reihen, dann kann ich doch direkt so angreifen. Oder du machst ihn fertig. Das geht natürlich auch. Einmal hier warten. Und du wartest bitte hier. Du hast noch... 16 KP, hast du psychischer Angriff von 13 und Verteidigung 12. Okay. Könnte ich dich denn... Oh, ich kann dich mit der Eisenaxt platt machen. Okay. Würdest nur zwei Schaden kriegen, das ist in Ordnung. Ja, ich glaube, der Crit war jetzt nicht notwendig. I will defend, always. Und dann warten wir mal hier. For the Divine Dragon. Na komm, Stab. Nein, warte.
Mach mal Projektion. So. Warte mir mal schön. I've got this. Immer ruhig mit dem Pferden. Und ich muss sagen, da ich parallel Fire Emblem Awakening auf den 3DS spiele, da denke ich mir immer, ich vermisse die Kombi-Einheiten. Wo man die Einheiten miteinander kombinieren konnte oder wo nebeneinander zwei angegriffen haben. Kann ich dich mit irgendwas besiegen? Eher nicht, nein. Kann ich dich mit was besiegen? Mit der Leichtaxt, das ist in Ordnung. I am the 32nd steward of the dragon. Okay, dann kannst du hier einmal warten. Nein, bitte keiner. Bündnis, das möchte ich mir gerne aufheben. Okay, dachtest du dir so, ne? Und dann kannst du einmal heilen. Einfach für die Erfahrungspunkte. So, dann gehst du auch bitte nach vorne. Dann heilst du auch bitte mal. Ja, es kann gerne alles noch dahin. Weil solange wir nicht Hortensia triggern, ist ja eigentlich alles gut. Du gehst bitte nach dahin. Wunderbar. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist das nicht sogar ein Heilfeld? Never mind. Wie mache ich das jetzt am besten? Du kannst noch mal geheilt werden. I fight another day. Ich werde potenziell es wahrscheinlich triggern. Andererseits kommst du bitte mal weg. Du kannst ja aus zweifacher Entfernung Angriff machen. Kann ich von da aus mehr Schaden machen? Ach, warte mal kurz. Dann gehst du mal bitte dorthin. Scheinbar wirkt hier die Produktion nicht. Und dann hat er geheilt, das war's. Ja. So, dann warten wir einfach mal. Oh, ich hasse diese Hindernisse. Muss man mal außen rum, ne? Wen würde ich denn da triggern? Nur der da hinten. Okay. Das müssten wir eigentlich überleben. Ja.
your loss. Aber was habe ich jetzt gemacht? Ja? Bisschen reingezoomt. Okay. Okay, dann müsste ich doch eigentlich jetzt den Drachen. Oder auch nicht triggern. Oder auch nicht. Warte mal, dann würde ich mal sagen, geh du mal bitte hier hin. Oh, dann ziehe ich alle auf mich dann einmal kurz so. Dann versammle mich hier schon mal alle. Mal gucken, was passiert. Okay, du greifst an. Das wird gefährlich. Was überlebt? Mehr ist knapp. Ja, bitte mach einmal den hier fertig. I can't believe I did that. Ich könnte sie one-hitten. Das machen wir doch mal. I'll have to up my weights. Dann bitte einmal heilen. I am saved. Ich glaube, das kriegen wir hin. Kristall hat sie ja noch eine. Warte mal, sein Meistersiegel? Praktisch. I can still fight. Also zufällig auch noch was anderes, den ich. Nicht wirklich, ne? Jetzt nicht auch wirklich fertig. Aber damit mache ich dich fertig. Du würdest mich eiskalt besiegen. Es sei denn, wir machen. Ich möchte gerne alle hier besiegen. Das ist es ja. Da was kriege ich sogar hin, wenn ich es richtig schlau mache. Wir können ja zurückdrehen. Das ist ja nicht das Problem. Ich kann nicht so besiegen. Meine Einheit könnte ich sie sogar komplett da machen. Okay, dann machen wir das so. Dann machen wir das jetzt. So, dann gehst du mal bitte hier hin. Dann überreitest du die bitte mit der Stahllanze.
Ich möchte alle Erfahrungspunkte mitnehmen. Dann gehst du bitte dahin. So, du machst mal Teleport Range und dann kannst du den hier besiegen. It's your lucky day, cutie. You get to fight me. Und du wirst gnadenlos besiegt. Ich glaube, ich werde den Meistersiegel gleich für mich benutzen. Sorry, Hortensia. I have to retreat. Oh, eine Stahlachse erhalten, okay. Na, dich gibt's ja auch noch, ne? Aber muss ich ja auch down kriegen. Nö. Du machst 9 Schaden, du überlebst es, Lapis. Das ist unsere Chance, ja. Anna, mach du die mal platt, da kriegst du Erfahrungspunkte. Sofern du triffst, aber du würdest es sogar überleben. Dill, gehe und komme nie wieder. Oh, hast du wirklich... Hätte noch für ein Level abgereicht. Würdest du überleben, wenn ich angreifen würde? Würdest du? Dann greif mal an. Hattest du die Erfahrungspunkte? Alles für die Erfahrungspunkte. Du willst sogar auch noch überleben. Nur für den Fall, der ist Level 10, ich bin Level... Ich bin auch Level 10, ach komm. Dann brauche ich ja jetzt sogar... meine Bündnis nicht mehr, dann mache ich dich jetzt so fertig. Return the ring. No way! I'm the one who's after the rings. We could have done this the easy way, but no! You had to be stubborn. I'm stubborn? Oh, I lost. Du wolltest ja nicht auf uns hören, hättest du uns einfach mal den Ring gegeben, ne? I lost? Ja, hast du. You're not getting my ring. I won't let father down. Meistersiegel erhalten. Selene und Celica. So, Datei 2. This is so frustrating! Rosado, Gold Mary, all soldiers, retreat! They fled in a hurry. There's a lot of damage to the bridge. It may take time to find a safe path forward. We didn't recover the emblem ring. We didn't lose any either. And most importantly, you're not hurt. Let's call that good enough. Definitiv. You're right. It is plain now that Queen Lumera's stolen rings lie in Illusia's hands. In which case, we can deduce that they possess 5. 5? Yes, counting the rings taken from Letho's castle. The rings of the Sage Lord, the Azure Twins, the Instructor, and of course, the Princess Exalt.
Princess Hortensia was wielding the latter, as you'll recall. Besides those four, there was one entrusted to them by your forebears. Which one? If I may, I believe it's the Ring of the Lady of the Plains. The king favors it, or so I've heard. He keeps it in his personal chambers. His chambers? That's odd. Fyrne's ring has a hall in the castle all to itself. Where does your kingdom keep its ring? Like Fyrne, we store ours in a special gallery in the castle. Speaking of which, how soon might we be able to depart? I really am worried about the situation there. The soldiers should be back from patrol soon. Let's prepare to leave. Thank you. If anything has happened to my father or brother, I don't know what I'll do. Uiuiui, das klingt nach Drama. Wir können uns wieder umschauen, okay. So renne ich nochmal, genau. 50 Fragmente des Bandes erhalten. Es ist jedes Mal schön, dass man sich die Karte nochmal anschauen kann. Du hast einen Sprechkopf. Ich weiß, im Moment sind ganz andere Dinge wichtig, doch die Laubblätter hier sind wirklich hübsch. Lehnt euch nicht so weit nach vorn. Wenn ihr aus dieser Höhe runterfällt, kann ich euch nicht heilen. Ich muss wieder dieses Auto. Texte abschalten, wenn die nicht synchronisiert sind. Was für eine tiefe Schlucht das ist. Ich wette, man kann dort unten seltene Fische fangen. Oh, verzeiht mir. Diese großen Statuen an der Brücke sind beeindruckend. Sie sagen einem ganz deutlich, dass dies ein Königreich der Krieger ist. Ja, definitiv. Ich fühle mich, als wäre ich stärker geworden. Danke, dass ihr an meiner Seite kämpft, Göttlicher. Das ist eine beachtliche Höhe, nicht wahr? Ich bin es ja gewohnt, auf einem Pegasus zu sitzen, aber für euch ist es sicherlich seltsam. Stallbarren. So, dann nehme ich noch die zwei Sachen auf, rede mit diesen Aufrufezeichen und Rest überspringen wir, weil die Fragmente kriegen wir ja, auch wenn wir wieder zurück nach Somniel gehen. Du bist so süß. Und du lebst gefährlich. Ach, ich kann nicht einfach untätig herumstehen. Ich muss sicher gehen, dass Vater und Diamond in Sicherheit sind. Ich bin froh, dass wir die Armeen von Illusia zum Rückzug zwingen konnten. Aber ich habe Angst um das Schloss. Es ist mir ein Zuhause. Es tut mir leid, dass ich so ungebührlich war, Göttlicher. Ich hoffe, ihr werdet Prinz Orquist unterstützen und mich. Ich weiß ja nicht. So, zurück nach Somniel. Dann machen wir nochmal die letzten To-Dos wie Unterstützungsgespräche. Oh, hallo Vale. Take that. Almost done. That's the last of them. The village is finally safe. But it's still not good enough. I have to be strong. Strong, just like you were. I still miss you so much. And I think about what you said to me. All those long years ago. Life from 1,000 years ago. Plot Twist. Sie hat einen Bruder.
göttliche Inspiration, Fähigkeit von Soul. Die Texte sind immer so schnell weg. Ach du liebes bisschen, sind hier viele Fragezeichen. Ne, auf Pünktchen. Das also ist das Somnier. Gibt es hier oben auch Kartoffelfelder? Ich meine, wir sollten schnell zur Schloss Brodia aufbrechen. Da unten ist... Oh Gott, sind hier viele Items. Karpfen? Eier? Lass mich raten. Ich hätte immer Knochen gerechnet. Hier ist auch noch was. Okay, ich glaube, ich habe... Na, da hinten ist auch noch was. So, da hinten ist noch jemand mit... Sprich Blase, dann reden wir mit dem auch mal. I'm sorry. Sowas wie ich sollte das Somnia erst gar nicht betreten dürfen. Aber ich hoffe, Vater und Diamond geht es gut. Oh, Mann. So. Im Café sind noch welche, okay. Und oben. Und da ist noch ein Item. Ein hübscher Kiesel. Also, Frederick würde sich freuen. Schutzjuwel. Kannst du mich bitte bei dem nächsten Kampf beschützen, dass ich keinen Schaden mehr nehme? Nein, okay. Nee. Warte mal, ich glaube, ich bin komplett falsch abgebogen. Muss hier lang. Oh, guck mal, die schwimmen da. Kann ich auch schwimmen? Du kannst deine Verbündete ab sofort gemeinsam ihre Freizeit verbringen lassen. Freizeit. Wähle im Somnia zwei Verbündete aus, um sie gemeinsam etwas von ihrer Freizeit an verschiedenen Orten verbringen zu lassen. Während ihrer gemeinsamen Zeit erhalten beide Verbündete womöglich Unterstützungspunkte. Du kannst deine Verbündete zwischen den Kämpfen je einmal im Schwimmbad, im Obstgarten oder beim Stall Zeit verbringen lassen. Das ist doch schön. Listen. Ulysses Kronenprinzessin wird bald angreifen. Bereitet euch vor und dann werden wir nach Schloss Brodia marschieren. So, dann schauen wir noch mal. Obstgarten. Nehmen wir noch mal. Sol und Alfred. Freizeit beginnen. Das Unterstützungslevel wurde erhöht. Okay. Und beim Swimmingpool war es ja noch, ne? Genau. Und noch irgendwo, was ich wieder vergessen habe, weil ich gedanklich wieder. Nee. Im Boutique gibt es neue Waren. Im Café ist noch jemand mit einer Sprechblase. Thank you. Danke für die Einladung an diesem prächtigen Ort. Ich finde mich geehrt, finden hier auf Rommel Tanzbälle statt. Hier, was? Einen hübschen Kiesel. Ich habe normale Blasen, ihr sagt nichts Neues. Ach, die sind auch mit den Symbolen gekennzeichnet. So, wer kann denn... Ach komm, nehmen wir auch wieder mal. Wir pushen jetzt erstmal Sol und Alfred.
Ja, mit Kleidung macht Sinn. Also, das Shirt und die Schuhe, ne? Und wo kann man noch? In Gehöft. Jetzt macht das alles so Sinn. Hier kann ich gar nichts machen. Ach, da unten. Nee. Ich blind Fisch. Das ist das hier. Da oben. Beim Trainingsplatz ist es. Also in der Nähe. So, und zwar hier. Aber was kommt denn, wenn man Empfehlung nimmt? Epi und Lapis. Okay, dann machen wir doch mal Epi und Lapis. Dann würde ich auch noch kurz einmal Richtung Arena gehen. Und das andere machen wir in der nächsten Folge, wie mit die Ringe putzen, die unter Unterstützungsgespräch. Und dann beginnen wir mit dem 8. Kapitel oder mit der Nebenquiz, falls es einen Nebenquiz geben sollte. So, Standard. Alfred hat Level 11, du kannst auch in die nächste Klasse. Du stehst kurz davor, also würde du erstmal Level 10. This should be a fun workout. It's me, Boucheron. Okay, das solltest du schaffen. More experienced warrior, one out. My muscles deserve a treat after that. Und Gespräch verfügbar. Was macht Alcrest? Oh, du bist schon auf Level 10, okay. Yunaka. Du kannst auch mal trainieren. You look tough. I'd better be careful. I'll be your opponent. Oh Gott. Du hast verloren, Yunaka. You got me. Aber auch das bringt Erfahrungspunkte und ein Unterstützungslevel ab. Komm, Etier, dann bist du auch auf Level 10. I am Etier, a royal knight of Firinae. This should be a picturesque match. Okay, Etier, du hast gewonnen. Oh dear, this knight has met her match. Beste Combo. Emblem. Dann würde ich mal sagen, Alfred, was macht Sigurd bis auf Level 10? Selika ist auch auf Level 10. Edelgard. So, du kannst auf Mikaya hochstufen. Wir haben ja genug von diesen Fragmenten. I am Mikaya. It's a pleasure. I need more training, I suppose. Ja, das brauchst du. Eigentlich müsste sie auch Erfahrungspunkte kriegen, aber lass mir es einfach. Now that I've turned over a new leaf, I intend to devote myself entirely to you, Mikaya. No need for any of that, Yunaka. I'm glad you were the one to find me. Startfertigkeit, okay. Resistenz plus 3, das ist gut. Wir können Fähigkeiten erben. Ich glaube, das machen wir sogar schon mal. So, Nahkampf.
Wie viele Punkte hast du? 600. Voilà, er darf vielleicht nicht. Hier. Nehmen wir Resistenz plus 3. Und Stabkunst. Gut, und wie kann ich jetzt Klassen wechseln? Das wollte ich gerne auch nochmal. Mit Unterstützung. Ja, okay, wir haben. Was nicht mit uns? Buh. Bande ansehen, Notizen, Ringe. Okay. Ach, das ist wahrscheinlich ein Inventar. Oh, ich kann direkt. Ach, Klassenwechsel. Fertigkeiten. Einheiten mit den Fertigkeiten, um in andere Klassen wechseln zu können. Zum Anfang hat jede Einheit individuelle Fertigkeit auf Gebieten, auf denen sie besonders talentiert ist. Einheiten können sich auf Fertigkeiten von Emblemen zu eigen machen. Dadurch können sie zu einer beliebigen Klasse wechseln. Oh, ich kann zu Würmgott werden. Ja, es gibt schon einiges im Power-Up. Drachenkind. Nötige Level, Drachenkind Level 20. Schwert und zwei Ziegel. Das ist eine Basis. Okay. Ah, damit kann ich es wieder zurücksetzen. Okay. Na, würde ich mal sagen. So etwas jetzt so ein Würmgott werden. Das soll ich noch warten? Ich weiß nicht. Ich entscheide das in der nächsten Folge. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal bei Fire Emblem Engage. Bis dahin, tüdelü.